Eisenberg in der Pfalz, eine Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern. Und hier am Storchenturm, wo einst das Haus der Ritter von Isenburg stand, die Namensgeber dieser Stadt, befindet sich das Künstlerstudio von Sandra Giel. Und ihr wollen wir heute einen Besuch abstatten. Wir freuen uns auf diesen Besuch. An den Eisbachauen, ein kleiner Bach, der am Eisvog entspringt und in dem Rhein mündet, finden wir Skulpturen der griechischen Mythologie. Skulpturen, die vom Wasser erzählen. An den Hauswänden finden wir Eisenberger Geschichte, Ton und Lehm, die Stahlindustrie und die Römersiedlung. Kein Wunder, dass hier verborgene Talente zu finden sind. Und nun begleiten Sie uns ins Studio. Bitte eintreten. Herzlich willkommen. Heute sind wir im Künstleratelier von Sandra Giel mit Sandra Giel verabredet zu einem kleinen Interview und sie wird uns etwas über die Entstehungsgeschichte, ihren Werdegang erzählen. So, und hier haben wir die Künstlerin Sandra Giel. Schönen guten Tag, Sandra. Hallo. Wir kennen uns lange genug und jetzt möchten wir gerne von dir etwas erfahren, von deinem Lebensweg, von deiner Geschichte bis heute und von dem, was in Zukunft auf uns und auf dich zukommt. Sandra, dein Studium, wie war das geprägt? Genau, also ich hatte an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz mein kunstgeschichtliches Studium abgeschlossen im Jahr 2008 und habe hier dann 2009 ja dann gleich auch mit der Eröffnung des Künstlerateliers begonnen. Und ja, zu meinem Hauptfach gehörte eben Kunstgeschichte. Dann hatte ich natürlich noch zwei Nebenfächer, eben alte Geschichte und Komparatistik. Ist das Pflichtprogramm oder freiwillig? Freiwillig, ja. Also man kann sich ja seine Fächer so zusammenstellen, wie man sich halt auch sein Interesse ausgeprägt hat. Und bei mir war es auf jeden Fall, musste es was mit Kunst sein. Und da war es klar, dass eben diese Richtung nur für mich in Frage kommt. Sehr schön. Wenn ich deine Bilder so betrachte, dann fällt mir ein, oder die Frage kommt auf, welche Stilrichtung verfolgst du? Ich sehe, dass du sehr, sehr vielseitig bist. Wie kann man das bezeichnen oder wie würdest du dich bezeichnen? Ja, also ein breites Spektrum habe ich ja an Bildern. Allround-Talent oder unter Künstlern? Was heißt Allround-Talent? Man versucht ja auch, sich weiterzuentwickeln in den verschiedenen Bereichen. Ja, ich habe ja auch schon Fassadenmalerei von dir gesehen. Ah, das ist natürlich auch was Tolles, weil ich sage dann auch, man traut sich dann auch an eine größere Fläche ran. Man entdeckt dann auch immer wieder was Neues und es geht ja auch darum, sich immer wieder auch weiterzuentwickeln und ja, an sich auch zu arbeiten und nicht irgendwie an einem gewissen Punkt stehen zu bleiben. Und wenn ich diese Herren hier sehe, die sind ja hinlänglich bekannt. Genau. Man kann sie eigentlich alle wiedererkennen und das ist ja schon etwas, ja, Porträt. Ja, das ist zum einen klar, Porträt mag ich, liebe ich auch, ja, und gerade wenn es so in die Richtung eben auch mit fantastische Züge auch geht oder auch was Surrealistisches, liegt mir auch. Und ich finde es dann auch schön, wenn man es kombinieren kann, auch mit Landschaft, in dem das Ganze dann auch eingebettet ist. Also da gibt es immer wieder Spielraum. Fein. Sind Ausstellungen schon geplant oder sind Ausstellungen schon durchgeführt worden oder was erwartet uns da in Zukunft? Also Ausstellung ist auf jeden Fall ein Thema, ja, an dem ich jetzt auch arbeite. Klar, da braucht man auch verschiedene Werke. Viele Sachen habe ich direkt von der Staffelei verkauft und da ist es halt auch der Punkt, klar, für eine Ausstellung soll man auch ein gewisses eben Maß und auch eine Anzahl an Werken präsent haben, die man dann auch in eine Ausstellung reingeben kann. Wobei ich dann auch sagen muss, klar, man möchte das Ganze ja dann auch unter ein bestimmtes Thema eben stellen, dass man sagt, okay, da ist auch ein roter Faden und nicht irgendwie was ziellos durcheinandergestelltes, sondern eben das Ganze auch unter dem Motto zu stellen. Und man darf dann wahrscheinlich irgendwann auch mal weit reisen? Ja, hoffe ich doch auch. Klar, ich meine, das ist der Wunsch und auch an dem arbeitet jeder Künstler, ja, dass er eben seinen Namen auch bekannt macht, mit seinen Werken bekannt wird. Weil in erster Linie, was wird präsentiert, das ist sein Werk. Ja, seine Arbeit und seine Person, das Gesicht, kommt dann. Werfen wir einen Blick über Sandras Schulter.
wie sie beim Mischen der Farben akribisch vorgeht, die Vielzahl der Pinsel, die Auswahl der Pinsel und dann sich ans neue Werk begeben, eine Weiterführung der angefangenen Arbeit bis zur Vollendung. Und das sind halt so Feinheiten, die kommen dann meistens eher so in den Bereichen, die ziemlich schon in sich abgeschlossen sind. Betrachten wir nun einige Bilder von Sandra Giel. Die jungen Welpen, wie sie rumspielen auf der Wiese, herrlich anzusehen. Der kretische Musikant mit seiner Fiedel. Die Gute-Nacht-Geschichten für Kinder, etwas ganz Besonderes, denke ich. Die Herren der Ringe, die jeder von uns kennt. Oder der Engel aus der Asche, ein Fantasiebild. Der Eisvog aus einer anderen Perspektive. Der Olivenbaum, herrlich. Ein unvollendetes Werk, ein Baum, ein Ast, der nochmal was werden soll. Oder die Pferde auf der Koppel. Das Bild ist inzwischen fertig, hat die Staffelei und das Studio verlassen. Eine Skizze. Aber auch ihre Fantasie lässt sie spielen. Das Katzenporträt, schön, möchte man am liebsten gleich mitnehmen. Oder die Arbeit aus einem 3D-Drucker, das sie bearbeitet hat, das sie bemalt hat. Und wir sehen nun, wie die Vollendung dasteht. Eine Glühweintasse, die sie kreiert und gestaltet hat für ein Weingut, leitet uns über zu dem Weihnachtsmarkt, auf dem man ihre Bilder und Werke bewundern kann. Besuchen Sie uns. Wir freuen uns sehr. Eben Versatzstücke auch, eben im Hintergrund klar, logischerweise die Black Pearl und auch diese Medaille, die ja im ersten Teil eine Rolle spielt. Dann eben Davy Jones und auch auf der Jagd eben nach der Truhe. Dann die spielt ja auch nochmal der Kompass und dann halt drumherum verschiedene Figuren, die eben die Hand. Zum Beispiel jetzt, alles angefangen. In diesem Bereich hat sich das dann alles so drumherum gestaltet, eben wie diese Statue, eben in dieser Nische, so wie sie an Amiens-Figuren auch angelegt. Dann halt auch so mit verschiedenen anderen Attributen, dann mit diesem integrierten Flusslauf und dieser Tropfsteinhöhlencharakter und das halt dann nochmal da hinten eben in. So, heute sind wir mit einer Pferdebesitzerin in Ramsen verabredet auf der Koppel mit Sandra Giel und jetzt wollen wir mal erfahren, was da so sich abspielt. Einen schönen guten Tag, die Damen. So, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Sandra Giel zu arrangieren, ihr Pferd zu zeichnen? Also die Sandra und ich, wir kennen uns schon lange Zeit und ich habe auch schon Werke von ihr gesehen bei Bekannten, bei Freunden. Und dadurch kam derzeit schon die Idee, mal von uns, von der Familie, ein Porträt malen zu lassen. Das haben wir dann schon gemacht, was wunderschön wurde. Dann habe ich mich ihr anvertraut mit meinem lang gehegten Wunsch nach einem Bild, das meine Erinnerungen, das, da mich Pferde schon mein Leben lang begleiten, das einfach mal so, das, was mir im Kopf ist, das aufs Bild zu bringen. Und wie auch immer sie das gemacht hat, mein Bild im Kopf aufs Bild zu bringen. Und Bild ist jetzt soweit auch schon begonnen, schon angefangen. Jetzt fehlen noch so ein paar Details, so vierbeinige. Und dafür sind wir hier heute. Ja, genau, wunderbar. Da war es ja eben auch so. Und Ihre Aufgabe ist? Ich bin heute als Begleitung dabei und
hab so ein bisschen mitgeholfen, die Pferde hier auf die Weide zu bringen und freue mich einfach, dass wir heute hier sein können. Ja, das sieht man schon. Dankeschön. Danke. So, jetzt schaue ich gerade Sandra Diehl die Schulter. Skizzen macht, aus den Skizzen werden Vorlagen und aus den Vorlagen wird ein Bild. Ist das richtig so? Genau so ist es. Toll. Immer im Handgepäck. Lustig, schneller Aare. Wusste ich gar nicht, aber mittlerweile. Wir sind ja nicht ausgebildet. Eben. Wenn du noch mal irgendwas brauchst, oder... Bei Herr Walter Brauer, der im Jahr 2010 bei mir dieses Bild in Auftrag gegeben hat. Und zwar handelt es sich, wie man erkennen kann, um Landschaftsmalerei, und zwar Öl auf Leinwand mit den Maßen 60 x 80 cm aus dem Jahr eben 2010. Und jeder Ortskundige erkennt auf jeden Fall, um welches Motiv es sich handelt. Es ist ein Motiv aus der Region, eben den Eiswog, das wir gemeinsam ausgesucht hatten. Genau. Und ich möchte mal eine kleine Story anfügen, wie überhaupt das Bild jetzt hierher gekommen ist. Und zwar in meiner Eigenschaft als Bürgermeister habe ich natürlich die Gelegenheit gehabt, viele Künstler, viele Sportler, viele kulturelle Angebote kennenzulernen. Aber eins hat mir noch gefehlt, das war nämlich die Künstlerin Sandra Diehl aus Eisenberg. Und darauf hat mich ihre Mutter gebracht, die in der Reinigung in Eisenberg, wo ich also auch Kunde bin, im Prinzip mich darauf hingewiesen hat, ich sollte mal mit ihr ins Atelier gehen. Ich bin voll jungfräulich mitgegangen und war sofort begeistert. Hab gesehen, was im Moment in Arbeit hat. Und auch fertige Bilder, die sie mir dann in katalogmäßig gezeigt hat. Ja, und dann haben wir uns geeinigt, dass sie im Prinzip jetzt speziell mittels speziellem Auftrag ein Bild für die Verbandsgemeinde in Eisenberg malt. Jetzt ging es noch ums Motiv. Und da haben wir ja bei uns sehr viele Motive, sei es jetzt Rosenthal oder Stauf, Forelle, okay. Erdekraut und was alles so mit zusammenhängt. Und dann ist praktisch aus den drei Beispielen, im Prinzip, genau, ist dann diese Perspektive rausgekommen, die also auch was Besonderes darstellt, nämlich so kennt man den Eisberg eigentlich gar nicht. Ja, das ist eine völlig andere Perspektive, die wir so heißt auch das Bild, der Eisberg aus einer besonderen Perspektive. Genau. Ich war also begeistert allein von der Aussage des Bildes, dass die Leuchtkraft, die Kunst, Himmel, Wald und Wasser im Prinzip zusammenzubringen. Es hat sie also wunderbar geschafft und das Bild hat eine eigene Aussage. Heute zeige ich mein Erstlingswerk, und zwar von 2009. Und zwar handelt es sich um ein Ölgemälde, und zwar mediterrane Landschaft mit den Maßen 60 x 80 cm. Und es zeigt halt eben verschiedene pflanzliche Ornamentik eben und auch architektonische Elemente. Und vor allem ging es der Auftraggeberin, die mir gegenübersteht, auch darum, dass auch eine gewisse Farbbrillanz und auch Helligkeit gegeben ist, da sie die ursprünglich auch einen Kunstdruck an der Stelle hatte. Ja, es war ein Motiv, ein Kunstdruckmotiv. Und dann habe ich dich ja gefragt, ob du das mir wohl malen kannst. Genau, das war allerdings mehr eine Sfumato-Malerei, die allerdings auch so von ihrer ganzen Komposition eher auf den Vordergrund nur konzipiert war. Und halt der Hintergrund war sehr nebulös und dunkel vor allem, was halt typisch für diese Sfumato-Malerei war. Es war mehr Nebel. Genau. Und da habe ich dann vorgeschlagen, wir können ja so ein paar Elemente so als Anlehnung zwar schon aufgreifen, dass wir sagen, wir haben hier eine Terrasse, aber nehmen hier als Geländer schon mal gleich eine Balustrade, weil die einfach den Raum öffnet, dass man das Gefühl hat, man geht jetzt da draußen auf die Terrasse und da ist eine Vogeltränke, weil ich weiß eben, dass sie gerne auch diese Vögel im Garten auch gerne beobachtet haben
Und da habe ich auch ein paar Zeitgenossen auch gleich festgehalten und vor allem auch dieses ganze mediterrane Flair eben in Form eben von Pflanzen festhalten, dass wir Lavendel haben hier in den Bereichen, dann natürlich Zylinderputze, dann Schmucklilie, dann ein kleiner Feigenbaum und Zitronenbäumchen und dann aber auch, dass die Landschaft sich weit in den Hintergrund auch erstreckt mit verschiedenen Skulpturen und natürlich mit dieser Brücke, die dann halt auch nochmal seitlich zu diesem Pavillon noch hinführt und natürlich ganz im Hintergrund bewegte Wolken und dann auch noch eben abgegrenzt mit den verschiedenen Zypressen, die dann nochmal in den Himmel hineinragen. Und vor allem auch einen stimmigen Hell-Dunkel-Kontrast, der aber auch nicht zu dunkel ist, eben dass die Helligkeit, die hier in den Räumlichkeiten auch gegeben ist, trotzdem aufgenommen und eben reflektiert wird. Ja, es ist jetzt schon 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. Ich bin eben der Arbeit hier, wo du mich beauftragt hast, eben weil es ja umgestaltet werden sollte von der Ausgangsbasis. Das war so dieser Zeitraum vom 18.02. bis 26.02., wo innerhalb immer in 2 Tagen immer die Umgestaltung erfolgt ist, eben von der Abtragung der ursprünglichen Masse mit dem Hinzufügen von verschiedenen Gipselementen und dann halt auch natürlich der Neukoloration, dass eben die Knossos Delfine ihr eigentliches Aussehen erlangen, wie es eigentlich geplant war von Anfang an. Also es ist auf jeden Fall so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, da es vorher nicht nachzuvollziehen war, dass es überhaupt Delfine waren. Ja, also der Künstler, der das gemacht hat, der hat es halt provisorisch gemacht und dann habe ich gesagt, ich muss Sandra anrufen, du hast es gesehen und genau ist es so, wie ich es mir gedacht habe. Ja, also das ist ein Wow-Effekt, auch wenn die Leute hier reinkommen, die sehen, dass es war etwas, was wir auf dieser großen Wand machen wollten und es sind die Farben von Knossos, die wir auch damals nehmen wollten. Also ich muss sagen, es ist sehr schön und sehr zufriedend für mich, wie auch für die Gäste. Ja, ich fand es vor allem sehr schön, diese Arbeit machen zu dürfen, weil es war auch eine Herausforderung für mich, ja, einfach mal was auszuprobieren. Klar, es war eine Substanz vorhanden, aber trotzdem eben ja, diese Harmonie, eben das, was eigentlich ja dieses Relief ausdrücken sollte, eben wieder herzustellen, eben dass auch wenn die Gäste kommen, ja, dass sie dieses, ja, wohnwirkliche Gefühl, auch wegen so eben diese minoische Gastfreundlichkeit und eben auch diese ganze Kultur auch mit aufnehmen zu können, was ja auch so der Grundgedanke bei deinem Auftrag auch war, wo du mich gebeten hast, eben dieses Relief umzugestalten, dass halt der sich in der Farbigkeit halt auch unterschieden hat vom jetzigen Zustand und auch, ja klar, natürlich auch ein bisschen Staub am Anfang auch verursacht hat, dadurch, dass ich ja, mir ein bisschen vorgekommen bin wie so ein Schönheitschirurg, der halt an bestimmten Stellen halt eben Sachen abtragen durfte, Sachen wieder ergänzen, die Linienführung auch vollständig neu gemacht habe, den Hintergrund auch neu gestalten durfte, da ja die Fische am Anfang sehr ja, einsam waren auf dem, also eben auf der Fläche und ja, dass sie halt noch ein bisschen Gesellschaft mit den kleinen Fischen im Hintergrund auch erhalten dürfen, vor allem auch die Farbigkeit wesentlich angenehmer auch jetzt ist. Danke, Herr Konarus, für die Gastfreundschaft. Heute Besuch bei Familie Schäfer und da gibt es ein Wandgemälde, das ich 2013 gemalt habe. Aber da kann gern die Auftraggeberin was dazu sagen, wie das Ganze zustande kam. Ja. Wir haben ja hier ein Schwimmbad und wir wollten eigentlich nicht auf eine weiße Seite schauen. Und ich hatte im Amtsblatt von der Sandra einen Bericht gelesen und dann habe ich gedacht, ich frage sie mal, ob sie Lust. Und nun erzählt uns Frau Schäfer die Geschichte, wie es dazu kam, die Künstlerin Sandra Kiel aus Eisenberg zu arrangieren, ihre Wand vor dem Schwimmbad zu bemalen. Das war dann auch innerhalb von dem festgesetzten Zeitraum auch fertiggestellt, vor allem auch noch mit verschiedenen Veränderungen, eben was die
Flora betraf, genau. Dass wir eben noch das eine oder andere an Pflanzen noch ausgetauscht haben. Vor allem eben hier mit Strelitzie statt eben Agave, die im ursprünglichen Entwurf eben vorgesehen war. Und ja, dann kam halt noch ein Schiff, also ein Segelschiff hinzu. Das war im ursprünglichen Entwurf noch auch nicht. Nee, nee. Okay. Eigentliche Wand zum Gestalten eben ging. Gibt es natürlich immer so etwas eben wie einen Entwurf, an dem man schon mal festlegen kann, wie das Ganze in etwa aussehen kann, dass man sich eben dem Bildmotiv annähert. Und hier haben wir eben diesen Torbogen, der eben den Blick auf diese mediterrane Landschaft öffnet, halt gestaltet mit Bougainville von beiden Seiten gerahmt und im Hintergrund halt eben diesen tiefen Blick hinaus aufs Meer. Und man merkt aber auch schon im Vergleich eben mit dem Original dann dahinter, ja, mit dem fertigen Gemälde, dass wir hier dann nochmal ein Segelschiff eingefügt hatten und auch hier in Bezug auf die Agave nochmal einen Tausch vorgenommen haben, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht wäre eben eine Strelitzie, das war ein besonderer Wunsch auch der Auftraggeber, würde Ihnen besser gefallen, ob man das dann eben alternativ einfügen kann. Und man kann dann schon sehen, eben im Hintergrund, wie dann das gesamte Ensemble miteinander wirkt. Der Leuchter weg ist. Oder du, Übergang, das merkst du schon. Ja. Das da drüber zu legen und mit einer helleren Farbe versuche durchzutupfen. Ja, an mancher Stelle geht natürlich die Farbe unter das Netz, ja, und an anderer Stelle hast du dann in den Hohlräumen praktisch so wie so Nasen. Ja. Und dadurch hast du einen Kontrast nochmal von der Struktur her und von der Farbgebung her. Was ist leichter, nach einer Vorlage zu malen oder aus dem Kopf heraus? Ich denke, klar, es hat alles Vor- und Nachteile. Eine Vorlage hat eine eher akribischere Abbildung des Gezeigten ja auch ja, zur Absicht. Aus dem Kopf heraus hat man natürlich auch ja, manchmal auch so, eben wie es meinen Teilnehmern noch geht, man hat manchmal nicht das vollständige Bild vor Augen. Man hat vielleicht so ein Fragment oder ein Motiv vor Augen und um das muss erstmal alles drumherum wachsen. Ja.